Hallo und herzlich willkommen zu unserer Roomtour der unteren Etage. Es gibt ja bereits auf YouTube schon ein Video von unserem ganzen Haus, eine Haustour. Aber wir haben ja vor einiger Zeit hier unten komplett alles renoviert. Sprich, wir haben den Boden rausgerissen, wir haben einen Durchbruch gemacht in der Küche, wir haben eine neue Couch gekauft und es sind so ein paar andere neue Dinge hier passiert, die ich euch gerne zeigen möchte. Die Wände haben auch andere Farben bekommen. Ja, und das wollte ich euch gerne heute einmal zeigen. Oben sind wir leider noch nicht fertig und auch hier unten gibt es die eine oder andere Baustelle. Irgendwie gibt es ja immer was zu tun und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich stehe ja hier im Eingangsbereich, hier hat sich so gut, es geht fast gar nichts getan. Also wir haben ja hier immer unsere Garderobe und auf der anderen Seite auch die Garderobe. Aber auch hier vorne ist direkt schon der neue Boden drin. Richtig schön, ich bin total verliebt. Neue Fußleisten, wir haben uns für einen dunkelgrauen Laminatboden entschieden und sind damit super happy. Wir haben es aus dem Wohnzimmer durchgehend verlegt und von der Küche ins Esszimmer durchgehend verlegt. Hier sind wir dann im Flur, also wenn man von dem vorderen Flur, wo ihr mich gerade gesehen habt, direkt weitergeht, kommt man ja in den Flur, den ihr gerade im Hintergrund gesehen habt. Und hier ist eine neue ein neuer IKEA-Schrank, Hängeschrank eingezogen, ich glaube Bester, und ein neuer Spiegel. Hier habe ich auch Licht und hier schminke ich mich auch meistens. Und das war mir aber noch nicht genug und deswegen habe ich mir dann im Baumarkt eine, was ist das, eine Fensterbank geholt. Das ist halt so eine weiße Fensterbank, die das Ganze nochmal hochwertiger aussehen lässt. Und ja, hier sind zwei Türen dran. Da kann man auch noch ein bisschen was verstauen. Der Schrank ist an sich nicht tief, deswegen optimal hier für diesen Flur. Dann stehe ich jetzt hier in unserem Gästebad. Klein, aber fein. Ich glaube, es ist 2 oder 3 Quadratmeter, 2,5 Quadratmeter, irgendwie so groß. Und ja, hier haben wir uns nicht für Laminat entschieden, sondern für einen Vinylboden, weil hier halt auch viel mit Wasser stattfindet. Die Kinder waschen sich ja hier auch die Hände selbstständig und dann ist es natürlich mit Aufquillen und ich will halt die auch ständig nicht nachwischen. Und da haben wir uns dann für einen Boden entschieden, der einfach von der Farbe her sehr ähnlich ist zu unserem Laminatboden. Ja, und sind damit super happy. Dann sind von IKEA auch neue Badematten eingezogen. Die findet ihr aber auch immer in den anderen Räumen hier im Haus, werdet ihr gleich sehen, weil ich die super praktisch finde, wenn man die einfach waschen kann. Und ja, das fängt halt auch Wasser auf. Oben im Badezimmer haben wir die übrigens in dunkelgrau, also im Anthrazit. Dann sind wir hier in unserem Wohnzimmer. Ich liebe es. Also hier hat sich eigentlich nicht viel getan, außer der neue Boden und die neue Couch und ein paar neue Kissen sind hier eingezogen. Wir haben die Couch planen lassen, sind aber nicht zufrieden. Also falls ihr fragt, wo wir die Couch herhaben, ist egal. Also es kommen überall so weiße Fäden drauf. Ich werde euch das mal hier im Close-up zeigen und die kann ich dann rausziehen und es stört. Das Füllmaterial ist halt direkt unter dem Stoff. Der Stoff ist super, weil man gut abwaschen kann, aber es bringt ja nichts, wenn dann überall diese Fäden da rauskommen. Das nervt mich total. Aber ansonsten ist die Couch halt perfekt in unser Wohnzimmer angepasst. Das ist so geplant worden, dass die einfach so da reinpasst. Und wir brauchen halt mit 5 Personen auch ordentlich Platz auf der Couch, wenn da mal Besuch da ist, dass der dann auch noch sitzen kann. Ja, und von der Größe und so sind wir super zufrieden. Aber von diesem Stoff und von diesem Zeug, was da rauskommt, da sind wir ein bisschen traurig. Ja, unter unserem Wohnzimmertisch ist dann auch ein neuer Teppich eingezogen. Da wollte ich dann was Helles haben, weil der Boden ja jetzt recht dunkel ist. Da fand ich es dann schön, einfach nochmal so was Helles ja, im Raum Platz haben zu lassen. Und das ist so ein eierschalenfarbener Teppich. Den hatte ich bei Le Mango damals bestellt. Wenn ich dann die Kamera jetzt einmal umdrehe, stehe ich jetzt vor unserem Fernseher, also wenn wir auf der Couch sitzen, schauen wir in die Richtung. Und hier kommen noch weiße Türen an die an das Bester-Regal. Ich hatte damals ja diese anthrazitfarbenen. Die sind aber zerkratzt worden von meiner Tochter, dann habe ich die beklebt, das ist eine Folie. Aber jetzt mit dem grauen Boden möchte ich da gerne weiße Töne haben, um den Raum allgemein heller zu halten, jetzt auch mit der dunklen Couch. Genau. Dann geht es ja auch hier raus auf unsere Terrasse. Aber hier ist nicht viel passiert, also hier ist alles noch beim alten Tisch, Stühle und der alte Teppich aus unserer Küche hat da Platz gefunden. Also alles beim Alten. Wenn man dann aus dem Wohnzimmer wieder durch den Flur geht in den gegenüberliegenden Raum, steht man bei uns im Esszimmer. Und hier ist wohl am meisten passiert, denn wir haben hier aus einer 80er-Tür einen riesen Durchbruch gemacht. Also es ist jetzt doppelt so groß. Und ja, es gibt ein ganz anderes Raumgefühl. Wir haben, ja, ich war immer so allein in der Küche, wenn ich gekocht habe. Und jetzt bin ich einfach mit dabei, wenn alle anderen hier am Esszimmertisch sitzen. Also ihr seht, wenn jetzt hier das Essen stattfindet und ich aber hier hinten
in der Küche stehe, ist es trotzdem noch möglich, dass ich irgendwie am Familienleben teilnehmen kann. Und es ist auch einfach viel schöner mit dem Backofen. Es ist, ja, ihr müsst euch vorstellen, die Wand war hier. So, es war einfach nur ein Durchgang und es war einfach, man konnte mich nicht sehen und so ist auch die Küche jetzt viel, viel heller geworden. Alles einfach viel offener und freundlicher. In unserer Küche ist auch ein Teil neu eingezogen, das ist unsere Mikrowelle. Wir hatten hier vorher so einen Schrank, den man so öffnen kann, den müsstet ihr auch noch kennen. Und da haben wir uns jetzt für eine Einbaumikrowelle entschieden, auch von AEG, die passend zu unserem Ofen ist. Das war auch nicht so einfach, weil die Küche ist einfach schon 7 Jahre alt und auch die Elektrogeräte haben wir vor 7 Jahren gekauft und das dann passend zu finden war nicht so einfach. Es ist aber dann doch gelungen. Hauptsache, dass das von der Farbe her so ein bisschen passt und wir sind damit super happy. Ich muss euch jetzt mal ein bisschen dunkler stellen, damit ihr das hier sehen könnt, was auch neu ist. Wir haben die Plissés von den Fenstern abgemacht und haben da eine Folie vorgeklebt. Das sind so einzelne Streifen. Also es sieht so aus, als wenn ich jeden einzelnen Streifen daran geklebt habe. Ist aber nicht so. Es ist eine ganze Folie. Und so kann man halt auch nach draußen gucken, aber nicht von drin, also von draußen nach drinnen, weil man steht ja nicht direkt vor der Fensterscheibe. Und das verleiht unserem Raum auch nochmal viel mehr Helligkeit. Und das Gleiche haben wir auch auf der anderen Seite in der Küche gemacht. Ich kann es viel einfacher sauber halten. Die Plissés waren so schmierig. Und um das Ganze wohnlicher zu gestalten, habe ich einfach noch ein paar Gardinen zugehangen, auch in dieser Streifenoptik. Und das passt einfach super gut jetzt hier rein und macht es einfach, wie gesagt, viel, viel heller und freundlicher. Das war's mit der Roomtour der unteren Etage. Schaut gerne bei meinem alten Video vorbei. Da seht ihr, also ich verlinke euch das in der Infobox, bei dem Video, wie das hier vorher aussah. Sehr interessant, wie sich das verändert hat. Und hier seht ihr zum Beispiel, was hier noch so ansteht unten. Das sind die Schläuche von unserer Klimaanlage, die wir installiert haben. Und die müssen noch, wie sagt man, in einen Kabelkanal gelegt werden. Und die Türrahmen hier, die werden noch weiß gestrichen. Also die Eingangstür hier nicht, die bleibt dunkel, weil die ist auch so massiv und so alt. Das finden wir richtig schön. Aber die Tür zum Esszimmer, die Tür zum Wohnzimmer und die Tür zum Badezimmer, die werden weiß gemacht. Und auch diese Gummis, die schwarzen, werden durch weiße ersetzt. Und das macht dann natürlich nochmal was aus, wenn zum grauen Boden dann die weißen Türrahmen da sind. Genau, aber wie gesagt, es gibt immer was zu tun. Deswegen schaut gerne auf Instagram vorbei, weil da kriegt ihr tägliche Updates. Und vor allem seht ihr da auch, was hier so passiert. Live, wenn ich sowas verändere und sowas mache. Ja, das ist nicht so.